Trotz der Theorie in der Fahrschule vergessen Autofahrer viel zu schnell, wie man sich richtig und sicher im Straßenverkehr verhält. Zu schnelles Fahren ist dabei ein Grund für viele Unfälle auf unseren Straßen. Verbote und Strafen helfen da oft wenig. Dies weiß auch die Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt e.V. Seit 15 Jahren machen die Mitarbeiter auf die möglichen Fehler der Autofahrer aufmerksam und das ohne Verbote auszusprechen. Im Ramada-Hotel in Magdeburg fand die große Feierlichkeit zum 15-jährigen Jubiläum statt. Dr. Karl-Heinz Dehre überreichte der Polizeipräsidentin Monika Liebau-Voss die Ehrenplakette und bedankte sich damit für ihr Engagement bei der Verkehrssicherheit. Die Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt e.V. möchte mit ihrer Verkehrserziehung nicht drohen, sondern nur auf die Gefahren hinweisen. Also mit Verboten, das ist immer solch eine Sache. Alles, was man ja macht, muss durch den Kopf durch. Und wir können dann nur etwas verbieten, wenn wir auch kontrollieren können, dass dieses Verbot eingehalten wird. Deshalb sagt die Verkehrswacht, wir versuchen an die Einstellung der Menschen heranzukommen, mit ihnen zu reden und zu sagen, denk mal nach, überleg mal. Die Aufgaben der Verkehrswacht sind vielfältig. Am heutigen Tag der offenen Tür konnte jeder Interessierte einen Einblick in die Arbeit des Vereins erhalten. Schon den Kindern wird die Wichtigkeit von Regeln im Straßenverkehr nähergebracht. Denn in wenigen Jahren sind sie mit ihren eigenen Autos die Teilnehmer im Straßenverkehr. Um vor allem die Unfälle von Fahranfängern zu reduzieren, wird nun eine 0,0-Promille-Grenze auch vom Ministerium für Bau und Verkehr gefordert. Also die Verkehrsminister der einzelnen Bundesländer sind darüber schon seit einer ganzen Weile im Gespräch. Wie gesagt, ein Kompromiss gestaltet sich da etwas schwierig. Es gibt da verschiedene Auffassungen zu. Das Land Sachsen-Anhalt und auch andere Bundesländer übrigens sagen, das Beste und Vernünftigste ist, wir sagen für junge Fahranfänger 0 Promille. Mit solchen Gesetzen und vor allem mit der richtigen Verkehrserziehung könnte es also möglich werden, die Unfallzahlen in den nächsten Jahren weiter zu senken.